Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe euch versprochen, wir reden heute nochmal über die Wetterlage, besonders am Wochenende. Das Wochenende ist ja immer so ein Dating, wo die Leute frei haben und sich eigentlich dann auch draußen irgendwie ein bisschen beschäftigen wollen. Das könnt ihr leider an diesem Wochenende vergessen. Weil jetzt, ich habe heute extra mal die Luftdruckkarte mitgebracht. Die habe ich heute Morgen extra für euch erstellt und da könnt ihr zwei Druckgebiete erkennen. Das eine ist das Hochmarkus da unten, das die ganze Zeit für frühlingshafte Temperaturen gesorgt hat. Das hat uns immer schön die warme Luft aus Spanien nach Deutschland gelenkt. Das wird jetzt wieder durch Frauenpower abgelöst und zwar die Kilia, die hängt jetzt mittlerweile schon über dem Nordmeer und Kilia hat nur unangenehme Dinge im Petto. Ihr solltet wissen, jedes Jahr wird gewechselt. Einmal sind die Männer die Tiefdruckgebiete und einmal sind die Frauen die Tiefdruckgebiete. Früher war das immer so gewesen, da waren grundsätzlich die Frauen immer die Bösen und die Männer immer die Guten. Irgendwann hat man gesagt, Leute, so geht das nicht. Gleichberechtigung für alle. Und deshalb hat man das jetzt einfach jährlich gewechselt. Ihr könnt im Übrigen, jetzt mal so nebenbei, wenn ihr Kurt, Hans oder Josef oder Maria oder wie auch immer heißt, es gibt eine Seite, dort werden diese Namen vergeben. Ihr könnt quasi eine Patenschaft eingehen. Und wenn ihr Glück habt, ihr müsst natürlich ein bisschen Pinke-Pinke da lassen, sonst gibt es hier in Deutschland gar nichts, ja. Und dann könnte vielleicht auch euer Name da stehen. Also mein Name Angelo hat bis jetzt auch noch nicht dagestanden. Und wenn ich die Wahl hätte, ich würde natürlich auch ein Tiefdruckgebiet nehmen, weil die haben immer mehr Aufmerksamkeit wie Hochdruckgebiete. Und deshalb, ja, aber ich habe mich ehrlich gesagt auch noch nicht dafür beworben. Also so 300, 400 € müsst ihr schon haben und dann könnt ihr euch bewerben. Aber ich glaube, dieses Jahr ist schon alles voll. Gut, kommen wir wieder zum Kernthema. Wie gesagt, dieses Tief Kilia wird uns ab heute Mittag nordwestlich ausgehend eine Kaltfront bescheren. Die zieht dann einmal bis morgen früh übers Land und die milden Temperaturen werden somit ausgeräumt. Das heißt, es gibt infolge der Kaltfront erstmal ein paar Niederschläge. Die Temperaturen hinter der Kaltfront werden deutlich abkühlen. Und wenn ich deutlich sage, spreche ich eigentlich deutlich. Und deshalb quasi wird es dann auch wieder kühler werden. Und jetzt sind wir schon beim Thema kühler. Es ist sogar in den Höhenlagen wieder Schneefall möglich. Primär wird es morgen so sein, dass sich diese labilen Luftmassen in Form von Schauern ausbilden werden, die dann einmal von Westen so primär über die Mitte des Landes ziehen wird. Und jetzt kommt's. Graupelgewitter werden morgen am Tag oftmals vorhanden sein. Das heißt, es wird dunkel werden, richtig dunkel. Auf einmal fängt es da an, irgendwas vom Himmel zu regnen. Und es ist kein Hagel, es ist tatsächlich Graupel. Und da kann es unter Umständen sein, dass auf einmal euer Auto wieder weiß ist, obwohl ihr noch vor 2 Tagen in Badelatschen zu Hause rumgelaufen seid. Ja, so ist das halt. In den Höhenlagen, so sage ich mal, ab 600 bis 800 Meter, kann es auch zu Schneefall kommen. Und es kann sich unter Umständen auch eine Schneedecke bilden. Okay, also wie gesagt, das Wochenende, vergesst es, Kacke. Also macht Indoor-Veranstaltungen. Wer Ostermarkt geplant hat, der sollte sich warm anziehen, im wahrsten Sinne des Wortes, und den Schirm nicht vergessen, denn es wird nicht so toll werden. Deshalb sage ich euch, Leute, ich erzähle euch jetzt noch was über Ostern. Denn Ostern wird wieder wärmer werden. Definitiv. Es wird wieder wärmer. Und es gibt keinen Schneefall an Ostern, sondern nach der aktuellen Berechnung wird ein Hochdruckgebiet wieder die Herrschaft übernehmen und somit werden, Achtung, Triggeralarm, könnten werden, wie auch immer, es ist noch unsicher, die Temperaturen bis zum nächsten Wochenende, also nicht dieses, sondern nächstes, wieder auf satte 17 bis 18 Grad ansteigen, je nachdem, wo ihr wohnt. Ist das nicht toll? Also keine Ostereier im Schnee, sondern vielleicht ist wieder T-Shirt-Wetter angesagt. Für alle, die morgen sich irgendwas draußen geplant haben, ich kann euch leider nur sagen, tut mir leid, das wird morgen nichts. Aber ich habe mir sagen lassen, es gibt ja nur schlechte Kleidung und kein schlechtes Wetter.
Das war's von meiner Seite. Wir hören uns nächste Woche wieder. Sollte euch das Video gefallen haben, dann liked es, schreibt in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Fragen zur Wetterlage morgen habt, weil es wird ja auch Gewitter geben. Ich werde diese beantworten. Dann euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.